Hallo und herzlich willkommen zum Webinar Hypnotische Kommunikation für Anästhesistinnen. Mein Name ist Philipp Albrecht und ich bin Gründer und Geschäftsführer der Wiener HappyMed GmbH. Unsere Videobrillen kennen Sie vielleicht zur audiovisuellen Sedierung. Die werden bereits in 170 Kliniken eingesetzt und helfen Patienten während medizinischer Eingriffe abzulenken und zu entspannen. Das hat viele Vorteile, über die Sie sich gerne auf unserer Webseite erkundigen können. Ja, Sie sind offensichtlich eine Gruppe, die sich für nicht-medikamentöse Optionen zur Beruhigung von Patienten interessiert. Das heißt, Sie sind offen dafür, neue Interventionsmethodiken für Ihren anästhesistischen Werkzeugkasten kennenzulernen. Dafür haben wir für Sie heute die Expertin Frau Dr. Barbara Schmidt eingeladen. Sie hat auf der Intensivstation schon gezeigt, dass eine nicht-invasive Beatmung mit Hypnose die Angst reduziert und zur Entspannung führt. Und forscht auch weiter zum Thema Hypnose gegen Angst und Stress und es vor allem in klinischen Settings. Genau darum geht es heute auch. Sie werden heute aktiv lernen, wie Sie mit erfolgreichen Kommunikationsstrategien Ihre Patienten beruhigen können und sehen, was das alles für positive Folgen hat. Heute geht es um hypnotische Kommunikation für AnästhesistInnen. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Sie sind ja schon offen für nicht-medikamentöse Therapiemethoden, um Angst und Stress zu reduzieren, natürlich auch Schmerz. Und deswegen ist es spannend, wenn Sie Ihren Werkzeugkoffer noch um eine weitere Technik erweitern, und zwar die hypnotische Kommunikation. Genau, die ist schon, hat eine lange Tradition. Das heißt, ja, Sie blicken da auf eine lange Geschichte zurück, die einfach auch diese große Wirksamkeit zeigt. Also hier habe ich jetzt einfach zwei Bilder mitgebracht, die natürlich jetzt nicht aus der Steinzeit sind, weil da hat man noch keine Fotografie gemacht. Aber genau, also man sieht eben auch diese, was ich schön finde an den beiden Bildern, ist einfach diese Wertschätzung des Patienten, die einfach auch Teil dieser Kommunikationstechnik ist. Also im linken Bild einfach sehen Sie schon diesen Augenkontakt und diese intensive Kommunikation. Dazu gehört natürlich, dass Sie als Arzt da authentisch auftreten müssen. Das heißt, also was heißt müssen? Also das tun Sie ja hoffentlich sowieso. Aber das ist eben sehr wichtig, um eine hypnotische Kommunikation zu ermöglichen, dass Sie authentisch sind. Es gibt auch nicht nur eine richtige Möglichkeit, das zu machen. Und Sie müssen natürlich Ihren eigenen Weg finden und haben ihn bestimmt auch schon gefunden. Und deswegen ist das hier einfach eine Anregung, wie Sie das machen können. Aber Sie können natürlich Ihre eigenen Wege finden. Und was Sie natürlich machen mit der hypnotischen Kommunikation, ist Ressourcen zu nutzen. Also die Ressourcen des Arztes, des Patienten natürlich. Genau, also Sie haben einen Patienten und der ist in dem Moment, wo Sie ihn treffen, meistens nicht sehr entspannt. Aber er hat auch Ressourcen, die eine Entspannung erzeugen können. Und die sind in dem Körper oder wie auch immer, wie Sie es nennen wollen, abgespeichert. Und wenn Sie es schaffen, diese Ressource zu aktivieren in dem Moment, wo der Patient eigentlich gestresst ist oder Angst hat, dann können Sie eben eine authentische Emotion da induzieren, die eigentlich aus dem Patienten selber kommt. Und das ist das Schöne, dass Sie nicht quasi von außen was dem Patienten aufdrücken müssen, sondern Sie holen quasi die Ressource aus dem Patienten raus. So, und jetzt möchte ich Ihnen noch sagen, dass eigentlich alles schon ideal, die Voraussetzungen sind alles schon ideal. Das heißt, also beide Seiten sind ja optimal vorbereitet für diese Art von Intervention, vor allem in so einer Situation, wo Personen sehr starke Angst haben. Das heißt, Sie sind eine wichtige Bezugsperson, Sie sind da vor der OP, Sie sind während der OP und nach der OP da. Oftmals sind es nicht die gleichen Personen, es wäre natürlich wünschenswert, wenn es eine Bezugsperson gibt für die Patienten. Aber auch wenn man sagt, okay, alle Leute, die, keine Ahnung, einen grünen Kittel anhaben, sind von den Guten und eine von diesen Personen wird immer da sein und sich um sie kümmern. Das heißt, Sie sind eine Bezugsperson. Sie sind vorher, während und nachher da und deswegen können Sie so auch so einen Ankerpunkt der Kommunikation bilden. Und die Patienten brauchen Sie. Das ist natürlich super auch für Sie, weil wer gebraucht wird, der wird auch angehört. Also alles, was Sie sagen, wird schon an sich sehr, sehr gut verarbeitet. Also die Voraussetzungen sind eben schon da, dass diese Worte, die Sie sagen, auf einen fruchtbaren Boden fallen. Und die Patienten
sind noch in einem natürlichen Trance-Zustand, weil wir davon ausgehen, dass jeder Stress- oder Angstzustand, können sich ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen aus der Erfahrung denken, dass das einfach schon mit einer natürlichen Trance zu tun hat. Die muss nicht positiv sein, aber man kann die nutzen, weil das schon so ein ganz verengter Aufmerksamkeitsfokus ist, den wir dann einfach umlenken können auf positive Inhalte. Aber das heißt halt, dass die Person eigentlich schon im richtigen Setting ist, wenn sie sie antreffen. So, was Sie heute mitnehmen werden, ist, Sie wissen, was eine erfolgreiche Suggestion ist, wie die aufgebaut ist, wie man das ungefähr macht. Dann werde ich Ihnen zeigen, wie das konkret funktioniert. Das heißt, wir machen eine Demonstration. Da können Sie sich schon mal überlegen, wer von Ihnen heute hypnotisiert werden möchte und an den persönlichen, sicheren Ort gehen möchte. Das würde ich Ihnen anbieten. Das ist übrigens auch nicht nur für Patienten schön, sondern auch für ÄrztInnen. Das heißt, also, Sie sind ja auch in dem Job in einem sehr, sehr stressigen Setting und auch für Sie selbst wird es gut sein, solche Techniken zu haben. Und Sie wissen, wie Sie den Patienten in Zukunft ohne Medikamente Angst und Schmerz reduzieren können. Ja, hier ist schon der Start. Das heißt, die gute Suggestion, also es klingt einfach, ist aber gar nicht so einfach. Also zum Beispiel ist sie positiv. Also man kann zum Beispiel nicht sagen, haben Sie keine Angst? Wenn ich sage, keine Angst, dann ist eigentlich Angst da, weil keine, in dem Moment, wo ich in Angst bin und Stress habe, verarbeite ich keine Verneinung. Also wenn ich sage, keine Angst, dann ist es ja irgendwo ein Grund, Angst zu haben. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon oft gemerkt, wenn man zum Beispiel Leuten sagt, hier ist der Panikknopf, dann werden die Leute den Panikknopf drücken, weil sie denken, es könnte ein Grund sein, die Panik zu haben. Und dann müsste man den vielleicht anders beschreiben, ja? Also positiv. Ich will also quasi nicht das beschreiben, wo ich weg will, sondern ich will das Ziel beschreiben, wo ich hin möchte. Und dafür können Sie ganz gut Bilder benutzen, weil Bilder eben sehr gut funktionieren, gerade in so einem tranceartigen Zustand. Und ja, diese Bilder sollten halt eben auch positiv sein. Ich habe hier eins angeboten, das wäre jetzt ein Garten. Und Sie nutzen Ressourcen, das habe ich vorhin auch schon erwähnt. Das heißt, eine Person besteht ja aus vielen Teilen und im Moment ist der ängstliche Teil vor Ihnen und den sehen Sie ganz präsent. Aber in der Person sind ja vielleicht noch viele andere Sachen. Das weiß man in dem Moment nicht, weil man nur die eine Seite sieht. Aber Sie können dann natürlich auch fragen, welche Bilder für die Person funktionieren. Ich würde jetzt halt mal auch allgemeingültige Bilder, die eigentlich für alle Leute funktionieren, vorschlagen. Zum Beispiel hier sagt man, in Ihrem Körper sieht es aus wie in einem schönen Garten und alles wächst aus eigener Kraft. Das heißt auch nochmal, Sie sind die Person, die hier die Heilung macht. Ja? Also ich bin nur derjenige, der Sie unterstützt. Und Ihr Körper, der hat schon alles, was er braucht. Der bringt alles mit. Ich muss es nur wachsen lassen, gedeihen lassen. Ja? Also das ist sozusagen die Message. In diesem Bild ist halt, die Kraft kommt aus Ihnen und ich helfe Ihnen dabei. Aber das ist ja das, was auch immer gesagt wird. Die Patienten müssen mehr aktiviert werden. Die dürfen nicht so passiv sein, weil Passivität ist natürlich auch so ein ausgelieferter Zustand, der Angst fördert und Stress fördert. Und wenn ich die Person mehr ins Handeln bringe oder ihr sage, Sie sind jetzt hier gefragt, ja, Sie sind jetzt sozusagen auch mitverantwortlich für das Gelingen der OP oder für das Gelingen der Genesung, dann ist das schon wieder eine Verantwortung, die der Patient dann auch gerne übernimmt. Ja, dann können Sie ganz gut auch den Atem nutzen. Also das ist ja was jeder tut, atmen. Und wie Sie wissen, ist es ja so, wenn man einatmet, dann schlägt das Herz schneller, man ist eher, also ist eher so Sympathikusaktivierung. Und wenn ich ausatme, dann schlägt das Herz langsamer und es ist eher Parasympathikus. Das heißt also, wenn wir die Leute dazu anleiten, auf welche Art auch immer, längere Zeit auszuatmen, das kann man auch witzigerweise zum Beispiel, manchen hilft es auch zu singen, ja, weil beim Singen atmet man auch längere Zeit aus. Das heißt also, es gibt verschiedene Techniken, dass man einfach länger ausatmet. Das heißt, man atmet weniger häufig, das ist auch schon gut, bringt den Körper runter. Und dieses Ausatmen ist einfach generell mit einer Entspannung verbunden. Und wenn ich sage, immer wenn Sie ausatmen, können Sie loslassen und werden ruhig, dann hilft das einfach schon. Ja? Und ich zum Beispiel, wenn ich Suggestionen gebe, dann gebe ich die, wenn ich sie entspannend haben will, immer ins Ausatmen. Also ich schaue, wann atmet meine Person, die mir gegenüber sitzt, wann atmet die aus? Und in dem Moment spreche ich denen die Suggestion. Also das erzeugt natürlich auch eine Synchronisierung, weil ich dann ja auch so ähnlich atmen muss. Wie mein Gegenüber, das ist natürlich auch wieder positiv. Das heißt, man ist sich ähnlich, man hat ähnliche, man kommt in den ähnlichen Zustand, ja, in dem man sich angleicht.
Und beim Einatmen kann man sagen, da schöpfen Sie Kraft. Also Frau das ist Dr. auch, Schmidt, ganz ja. kurze Frage. Wir haben, können Sie mir den Host-Status wiedergeben? Den hatte ich Ihnen gegeben. Ach so. Weil dann kann ich die Teilnehmer stummschalten. Ich kann ihn leider Moment. Selbst nicht zurückholen. Da muss ich jetzt mal hier mehr. Oder wenn jeder der Teilnehmer noch mal kurz prüft, bitte, ob das Mikrofon stumm geschaltet ist, weil wir hören ja, Gläser, die gefüllt Host. Werden. Danke. Okay. Danke, passt, ja. So. Genau, dann können. Ah, jetzt ist es schön still. Das ist auch schön. ja, jetzt geht es darum, ich sage ja immer, Sie sollen alles nutzen, alles, was da ist. Es sind leider auch Sachen da, die erstmal primär störend wirken können. Also zum Beispiel Piepsen, andere Geräusche der Maschinen, Sprechen von Menschen, die gar nicht eigentlich für einen selber gedacht sind. Und dann können Sie sagen, alles, was Sie hören, alles Piepsen, alle Geräusche, alles, was gerade. Können Sie auch beschreiben, wie es sich genau gerade anhört, weil Sie hören das ja in dem Moment auch, dass Sie sagen, diese Geräusche bedeuten, dass man sich gerade optimal um sie kümmert. Das heißt, die sind positiv, diese Geräusche, und die zeigen Ihnen, dass alles gut ist. Und witzigerweise ist es ja eigentlich sozusagen, wenn man nichts dazu sagen würde, würden diese Geräusche eher Angst und Stress erzeugen. Wenn Sie aber sagen, wenn Sie diese Geräusche hören, ist das gut. Das heißt, wir haben alles dafür getan, alle Technik, die zur Verfügung steht, wird gerade für Sie eingesetzt. Das ist also sozusagen dann bestätigt, dass dieses Umfeld, was wir ja auch vorhin gesagt haben, Sie sind am idealen Ort der Heilung, also Sie können jetzt hier geheilt werden, und dafür sind auch diese Maschinen und alles, was Sie hören. Das heißt, die Maschinen sind jetzt aktiv, damit Sie optimal versorgt sind. Also Sie sehen, Dinge, die eigentlich Angst erzeugen können, kann man auch umbewerten, sodass Sie dann eher positiv bewertet werden. Genau, dann werden natürlich viele Dinge gesprochen, die nicht gerade, ja, manche sind nicht positiv. Nicht alle Kollegen haben diese hypnotische Sprache sich angeeignet. Das heißt, man kann auch sagen, sie hören nur das, was ihnen hilft. Interessanterweise sind die Leute sehr stark in der Lage, diese Sachen zu filtern, und dann hören die wirklich nur das, was ihnen hilft, und blenden ganze Personen aus. Also wenn man zum Beispiel manche Frauen nach der Geburt fragt, wie es ihnen ging, und es gab zum Beispiel eine Person, die total Stress verbreitet hat, hat die teilweise gar nicht wahrgenommen. Die gab es gar nicht. In der Erinnerung ist sie einfach ausgeblendet. Also es gibt wirklich die Möglichkeit, alles auszublenden, was einem nicht hilft. Das machen übrigens auch Sportler. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben in der Leistungssituation irgendwelche Leute um sich rum und die reden negativ auf Sie ein, dann müssen Sie das auch abfiltern. Also das darf nicht reinkommen. Das muss sofort raus. Also das heißt, Sie sind vorher darauf eingestellt, dass Sie nur das hören, was Ihnen hilft. Und da können Sie das eben auch Ihrem Patienten sagen. So, und jetzt haben Sie da jetzt schon einiges gehört. Jetzt würde ich gerne von Ihnen ein paar Umformulierungen von sozusagen noch nicht so günstigen Formulierungen haben. Und zwar, also ich habe jetzt hier mal drei ausgewählt, die öfters mal vorkommen. Und zwar die erste ist, wir müssen jetzt noch schnell Blut abnehmen. Die zweite ist, keine Angst. Und die dritte ist, Achtung, jetzt wird es kalt. Also zum Beispiel, wenn Sie irgendwie ein Desinfektionsspray aufsprühen müssen oder sowas. Genau, da würde ich Sie jetzt mal bitten, sich zu melden und eine Alternative vorzuschlagen für eine dieser drei. Am besten zuerst für die erste. Also ich habe die Sachen, die problematisch sind, aus meiner Sicht mal dick markiert. Das heißt also müssen und schnell. Das suggeriert eben irgendwie Stress. Ja, also jemand, der mir was macht, hat schon Stress, weil es muss schnell gehen. Und müssen ist auch immer so, oh Gott, irgendwas muss jetzt sein. Und meine Meinung zählt gar nicht mehr so in der Richtung. Was können Sie denn da besser machen an dieser Stelle? Dürfen Gibt's wir jetzt einen? Einfach zwischensprechen? Ja, Sie dürfen zwischensprechen. Also den ersten Satz würde ich ersetzen mit, wir würden nochmal Blut abnehmen zur Kontrolle. Mhm. Ja, also ja. Also würden, also da ist schon mal das Müssen weg, und zur Kontrolle, was könnte man noch sagen? Was will man denn eigentlich mit dem Blut machen? Also man möchte ja was Gutes. Zur Sicherheit für Sie. Ja, ja, genau. Und dann würde ich, manche haben auch vor diesem Abnehmen, das Abnehmen, also gerade bei Kindern, die denken dann, mir wird was weggenommen. Also Abnehmen ist ja sowas wie, jemand nimmt mir was weg und das fehlt mir dann. Dass man dann nochmal sagt, dieses, also
kommt darauf an, wie genau Sie das machen wollen. Aber jetzt habe ich zum Beispiel hier vorgeschlagen, dass Sie dann sagen, wir brauchen ein wenig Blut, um herauszufinden, ob alles in Ordnung ist. Also das, was Sie jetzt mit Kontrolle, habe ich jetzt gesagt, in Ordnung. Also das ist schon mal wieder positiv, weil ich will ja schauen, dass alles in Ordnung ist. Also das ist ja schon mal positiv. Und das Blut bildet Ihr Körper bis morgen ganz einfach wieder nach. Also es ist nicht mal, dass Sie was weggenommen kriegen, sondern es ist was, was Sie dann wieder nachbilden können. Und wir machen was Gutes daraus. Ja, also das ist schon mal einfach eine schönere Form von Blutabnehmen. Es gibt natürlich noch mehrere Versionen. Es gibt nicht nur eine richtige Version. Aber ich wollte einfach nochmal hinweisen, weil viele Dinge, die so Standardsätze sind, sind einfach negative Suggestionen. Genauso wie keine Angst. Was könnte man denn da besser sagen? Ja, ich würde jetzt einfach ganz einfach sagen, seien Sie beruhigt. Mhm. Ja, was kann man noch mehr sagen? Also das ist schon sehr gut. Was braucht denn die Person eigentlich in dem Moment? Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt ja mehrere Anteile immer von einer Person. Vielleicht aktivieren wir da eine andere, einen ruhigeren Anteil. Wie könnten wir das machen? Wir passen gut auf Sie auf. Ja. Man könnte sagen, Sie brauchen selber nichts tun, Sie können sich dabei entspannen. Ja, das ist auch gut. Wenn wir Narkose machen, dann sagen wir nicht, haben Sie keine Angst vor Narkose, sondern freuen Sie sich, jetzt gibt es einen schönen Traum. Ja, das ist doch, das finde ich auch schön, einen schönen Traum. Ja, hier ist noch eine Technik, die ich immer vorschlage. Also es gibt einfach, wenn man Personen fragt in so einem Angst- und Stresszustand, wo wären Sie denn jetzt lieber? Wo ist denn ein schöner Ort für Sie? Und die müssen auch gar nicht sagen, was das ist, sondern die wissen das eigentlich sofort, können den auch sehr gut beschreiben, wenn sie denn in der Lage sind. Aber egal, sie müssen es einfach nur selber wissen. Deswegen würde ich an der Stelle eben vorschlagen, dass man sagt, Sie können ganz ruhig sein, das haben Sie auch schon gesagt. Sie sind genau am richtigen Ort, das habe ich auch schon vorhin gesagt, wo wir uns optimal um Sie kümmern können. Atmen Sie ruhig aus und denken Sie daran, wo Sie jetzt am liebsten wären. Also man kann zum Beispiel auch schon sagen, also ich finde es gut, wenn man sagt, sie müssen nichts machen, aber viele sind ja so, die wollen ja was machen. Ja? Also eigentlich ist es so, gib ihnen was an die Hand, dass sie was zu tun haben und zwar was Positives. Und wenn die Aufgabe ist, denken sie daran, wo sie jetzt am liebsten wären. Also interessanterweise ist es eben leichter, an eine andere Sache zu denken, als an eine Sache nicht zu denken. Ja? Also man kann schlecht sagen, zum Beispiel denken sie jetzt nicht an den rosa Elefanten oder was weiß ich, sondern am besten denke ich an was anderes und am besten an was Positives, weil dann ist der andere Gedanke wirklich nicht da. Also dieser Angstgedanke kann eigentlich nur durch einen anderen, besseren ersetzt werden. So, jetzt haben wir noch den dritten. Achtung, jetzt wird es kalt. Was würden Sie da vorschlagen? Man könnte sagen, es wird erfrischend. Ja, das ist auch schon gut. Und was machen wir mit dem Achtung? Das Achtung ist ja eigentlich für mich, ja, also so ungefähr, ich muss jetzt aufpassen, weil ich muss jetzt gleich da eine Nadel reinstechen. Aber das ist ja für den Patienten nicht relevant eigentlich. Freuen Sie sich? Freuen Sie sich, naja. Also es muss schon irgendwie glaubwürdig sein. Genau. Also erfrischend fand ich schon mal gut, weil dieses Gefühl ist ja da. Also dass es kalt wird, ist da, aber kalt ist halt nicht schön. Also erfrischend finde ich schon mal gut, da denkt man so an, keine Ahnung, kühlen Wind oder Wasser oder irgendwas Erfrischendes oder Eis oder was weiß ich. Was machen wir mit dem Achtung? Wie können wir mehr sozusagen nicht jemand total überrollen mit einer Sache, sondern eher so mitnehmen? Ist jetzt auch. Sie spüren gleich. Was spüren Sie gleich? Wenn ich sage, Sie spüren gleich eine Erfrischung. Eine Erfrischung, ja, Sie spüren gleich eine Erfrischung. Und dann kann man noch also Sie machen das ja oftmals auch, bevor was wehtut, kommt. Das heißt, man kann auch sagen, Sie können gespannt sein, wie wenig Sie merken. Oder wie, ja, also so ein bisschen diese Aufregung auch auffangen und auch nutzen. Also ich habe jetzt hier vorgeschlagen, Sie werden gleich ganz erstaunt sein, wie wenig Sie merken. Dieses Spray macht Ihre Haut angenehm kühl. Also angenehm ist natürlich auch immer gut. Angenehm kühl, erfrischend, kann man natürlich auch sagen. Und wenn Sie bereit sind, kann ich anfangen. Das heißt, das ist eigentlich eh immer super, wenn man ein bisschen, also
niemand eigentlich sagt nein, ja. Also die meisten sagen ja, aber das ist einfach dieses, ich sage, wann ich bereit bin, weil mir wird ja hier was, an mir wird ja was gemacht. Und das sind ja genau die ja, Ereignisse, die potenziell traumatisierend sind, dass man eben ausgeliefert ist, dass ich nicht bestimmen kann, was mit meinem Körper passiert. Und es geht so leicht, dass man einfach nur sagt, wenn sie bereit sind. Und da reicht ein Augenzwinkern, da reicht ein, keine Ahnung, manchmal mache ich auch mit dem Finger, dass sie mit dem Finger ein bisschen Signal geben, dass man einfach ein bisschen schaut, was will denn die andere Person? Und dann ist es auch in Ordnung. Also es ist nicht an sich schlimm, dass jemand Blut abnimmt oder sonst irgendwas, sondern es ist schlimm, dass ich nicht sagen kann, wann es passiert oder dass es passiert. Also einfach nochmal den Consent abfragen. Das geht sehr leicht und also suggeriert einfach, ich habe hier was mitzureden. Genau. Dann meine nächste Empfehlung ist, ein sogenanntes Yes-Set zu schaffen. Das habe ich ja vorhin schon ein bisschen angedeutet. Also im Prinzip, Sie wollen ja die Antwort ja. Also Sie wollen ja, ich möchte jetzt das machen oder ich bin bereit oder ich werde ruhiger. Und das machen Sie, indem Sie eine Sache sagen, die sowieso stimmt. Ja, also zum Beispiel hören Sie, wie das Gerät piepst und das hört die Person in dem Moment, weil Sie hören es ja auch. Und dann sagen Sie, also da ist die Antwort ja. Und dann sagen Sie, merken Sie schon, wie Sie immer ruhiger werden. Das heißt also, das, was die Person vorher gesagt hat, hat er gestimmt, vielleicht stimmt ja das nächste auch. Also sie schaffen sozusagen ein Ja-Umfeld, wo dann die nächste Aussage auch eher bejaht wird. Also ich weiß, manche sagen, ja, das ist ja schon so Richtung Manipulation, aber in dem Moment ist es einfach mega hilfreich, weil ich möchte ja gut durch eine Sache geführt werden und indem sie sozusagen, also ein Ja-Set fühlt sich auch besser und offener und aktiver an als ein Nein-Set. Ja? Nein ist geschlossen und Nein ist halt, lass mich in Ruhe, ich möchte gar nichts. Ja? Und wir wollen aber in das Ja kommen. Also das ist halt eine Methode, da können Sie alles nutzen, was gerade da ist, was halt wirklich Sie beide gerade wahrnehmen. Ja, zum Beispiel eben Geräusche. Genau. So, jetzt würde ich schon zur Wissenschaft übergehen. Und zwar gibt es natürlich auch Belege dafür, dass das alles, was ich heute erzählt habe, wirksam ist. Und zwar auch von uns, also natürlich auch von anderen Leuten. Und zwar eben auch direkt aus der Intensivstation. Und da haben wir Folgendes gemacht. Da haben wir bei nicht invasiv beatmeten Patienten, also die haben hier so eine NIF-Beatmung bekommen, die dauert ungefähr 15 Minuten. Und wir haben da Patienten genommen in der Studie, die schon eine Erfahrung damit hatten und dieses Erstickungsgefühl hatten. Also die hatten echt Angst vor dieser Beatmung. Also hier sieht man auf so einer Angstskala mit diesen Gesichtern. Die waren also auf einem sehr ängstlichen Gesicht. Und wir haben sie während dieser Beatmung begleitet, haben ihnen zum Beispiel gesagt, stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt an einem schönen Ort und da fühlen Sie sich total wohl. Und Sie können einfach diese Maschine nutzen, die hilft Ihnen, dass Sie besser atmen können. Und auch dieser Druck, den Sie da im Gesicht spüren, das ist wie ein guter Freund, der Sie umarmt und so weiter. Also alles, was Sie gespürt haben und gehört haben, gemerkt haben, einfach positiv bewertet. Und auch einfach gesagt, dass Sie sicher sind, dass jemand da ist, dass wir uns um Sie kümmern. Und nach diesen 15 Minuten, die da begleitet waren von der Hypnose, war einfach die Angst massiv reduziert. Also wir sind hier auf zwei Gesichter weniger ängstlich gekommen auf der Skala. Und die Effektstärke war riesig. Also habe ich in keinen anderen Interventionsmethoden jemals so gesehen. Und wie gesagt, sind eine Viertelstunde und in dieser Zeit ist die Person auch noch in der Stresssituation. Also ich habe in einer Stresssituation Angst reduziert mit Hypnose. Genau, hier sehen Sie nochmal das Setting. Also hier ist unser Patient mit der Beatmung. Das war meine Studentin, die das durchgeführt hat. Und das war in der Intensivstation bei uns in Jena. Da haben wir sogar eine Psychologin fest angestellt, die Theresa Deffner. Und Jenny Rosendahl ist meine Kollegin. Mit denen haben wir die Studie gemacht. Genau, und hier sehen Sie jetzt nochmal, wie das genau gelaufen ist. Also wir haben erstmal gefragt, wie geht es Ihnen denn jetzt? Also die meisten hatten halt eben Angst vor dieser Beatmung, weil sie die schon mal erlebt haben und die war total schlimm. Also kennen Sie ja wahrscheinlich auch, also diese Erstickungsgefühle und so weiter. Dann kam ein medizinisches Personal, das einfach die Maske aufgesetzt hat. Und dann haben wir sozusagen in der Zeit, wo diese Beatmung stattgefunden hat, diese Hypnose gemacht und auch diesen Vitalmonitor gefilmt, sodass wir genau wissen, wann hat sie was gesagt und was ist passiert. Und interessanterweise ist zum Beispiel die Atemfrequenz
ist total runtergegangen, wenn zum Beispiel, also hier zum Beispiel wurde die Maske aufgesetzt, da ist sie jetzt eher hochgegangen und das war also ein bisschen Vorgespräch, dann ging es los mit der Hypnose und hier ging es darum, sich zu entspannen und wir sehen halt wirklich, das ist über 30 Personen in Mittelwert, ja, mit Standardfehler hier aufgetragen, das heißt, die Leute sind wirklich einfach ruhiger geworden und das hängt auch mit den Suggestionen zusammen. Also wir haben gesagt eben, du wirst dich mehr und mehr entspannen, du fühlst dich sicher und nächstes Mal, wenn du das bekommst, die bekommen wir es ja häufiger, nächstes Mal wirst du dich auch so sicher fühlen. Das heißt, die haben also wirklich auch was in die Hand bekommen, was sie selber nächstes Mal machen können. Wir haben die natürlich nur einmal gesehen, aber manche haben wir nochmal gesehen und die haben teilweise gesagt, ah, ich mache das jetzt immer, wenn ich irgendeinen Eingriff habe, da gehe ich an meinen sicheren Ort. Und das hat uns natürlich sehr gefreut. Genau, das war diese Studie. Wir haben auch noch verschiedene andere Maße gefragt, so wie geht es Ihnen davor und danach? Also es geht Ihnen nachher besser. Sie sind weniger also aufgeregt. Sie haben weniger Angst und Sie haben diese Maske als weniger schlimm bewertet. Das war natürlich super für die nächste Anwendung, weil die Maske kommt ja nochmal und dann ist eben die Ausgangssituation total verändert, also viel besser. Genau, jetzt kann ich Ihnen noch sagen, was gerade am Laufen ist. Also da habe ich noch keine Ergebnisse, aber die Studien laufen gerade aktuell. Und zwar ist es zum einen eine Fortsetzung dieser Studie. Und da habe ich ja auch schon, haben wir schon in der Werbung für dieses Event angekündigt, dass ich da auch noch Kliniken suche, die da mitmachen wollen. Und zwar wollen wir jetzt Weaning-Patienten untersuchen, die eben nicht leicht zu entwöhnen sind. Ich habe da auch eine Person begleitet, die sehen Sie hier. Er hat auch zugestimmt, dass ich ihn zeigen darf. Also ich habe ihm sozusagen mit Hypnose die Angst genommen, diese Beatmung eben auch zeitweise mal zu unterbrechen. Davor hatte er panische Angst, weil er eben schon mal diese Erstickungsgefühle hatte. Und irgendwie nach 3 Sitzungen oder so waren wir bei einer halben Stunde weaning und mittlerweile kann er alleine 3 Stunden weanen. Er hat noch ein paar andere Probleme, deswegen geht es nicht sehr viel weiter, aber ist zumindest mal diese krasse Angst ist auf jeden Fall überwunden. Und deswegen möchte ich das gerne in der Studie untersuchen, wie man das begleiten kann, dieses Weaning. Da sind natürlich ein paar Sachen, wie der Proband kann oder der Patient kann nicht sprechen. Wir müssen da ein bisschen anders arbeiten. Und genau, es dauert auch eine gewisse Zeit. Also man ist ja dann nicht sofort extubiert und draußen. Und dann können wir aber zum Beispiel auch solche Maße erheben, wie lange dauert es, bis die Person entlassen wird. Und da gibt es nämlich schon spannende Studien. Diese kommt aus Budapest. Und zwar gab es da 33 Patienten, die solche positiven Suggestionen bekamen, wie wir sie gerade auch besprochen haben. Und die Kontrollgruppe bekam Treatment as usual. Und das Weaning war verkürzt um 3,6 Tage. Krankenhausverweildauer -40%. Und noch der dritte, ja, wahrscheinlich für alle irgendwie verständlich, wäre halt gut, wenn es immer die gleiche Person ist. Also das hat dann noch am besser funktioniert. Also es sind schon mal vielversprechende Vorergebnisse. Dann gibt es hier noch eine Studie, die haben einfach so Audiointerventionen, also die haben einfach so Kopfhörer aufgesetzt und allein das hat schon die mechanische Ventilation reduziert. Also die Zeit, wie lange die beatmet werden mussten und auch der Aufenthalt in der Intensivstation war verkürzt. Also es gibt schon tolle Anfangsdaten, die nahelegen, dass das funktionieren wird. Genau, dann habe ich eine Studie gerade mit Kindern. Die haben natürlich auch Angst vor, also wir haben jetzt Kinder 3 bis 6 Jahre alt vor einer Tonsillotomie oder Adenotomie und die bekommen entweder in der Kontrollgruppe ein Comic, das sehen Sie hier so ein bisschen klein in der Hand. Also da wird Narkose erklärt mit so einem kleinen Affen. Der Affe wird auch überall in der Klinik gezeigt als Wandposter und auch an der Decke, so über der Lampe, wo die Operation stattfindet. Und in der Experimentalgruppe erhalten sie zusätzlich eine Hypnoseintervention. Das heißt, die bekommen hier so einen QR-Code, den können sie auch tatsächlich einscannen hier. Da bekommen sie auch gleich die Audiointervention, die dauert 18 Minuten. Und die hören die Kinder an vor der OP, also in der Prämedikationsaufklärung, bekommen sie diesen Flyer mit dem QR-Code und hören sich den an, so oft sie wollen. Am besten zusammen mit den Eltern, weil die werden nämlich auch ruhiger durch diese Intervention. Und da wird im Prinzip die ganze OP verkauft als Abenteuerreise. Also man ist auf der Bodenstation, einer Raumfahrt, und geht da auf Reisen. Und
die Maske ist die Astronautenmaske und die alle Leute im grünen Anzug sind das Bodenpersonal und man geht da durch die Startrampe und da öffnet sich dieses Tor. Das ist ja auch diese Schleuse und da muss man sich natürlich von den Eltern trennen, weil man ist ja ganz mutig und man ist ein Abenteurer und erzählt dann nachher den Eltern von den Abenteuern und die sind ganz stolz auf mich und so. Also es ist tatsächlich so, dass manche Kinder dann sich echt freuen und so, ah, wann ist endlich die OP? Also das ist so eine ganz spannende Geschichte, wie man einfach durch so eine, ja, eigentlich, man dann nutzt alles, was tatsächlich passiert. Also zum Beispiel auch dieser Beruhigungssaft, den die Kinder kriegen, der muss nach Erdbeere schmecken, weil das kommt nämlich auch vor in der Geschichte. Und wenn der nicht nach Erdbeere schmeckt, dann wird sich beschwert. Wir machen nachher immer so Telefoninterviews. Und ja, also die Kinder nehmen einen wirklich beim Wort. Es muss genauso sein. Und wenn die aufwachen im Aufwachraum, ist das Erste, was sie sagen, wo ist Manchu? Also der Name von dem Affen ist Manchu. Und da muss man ihnen halt ein Kuscheltier geben, was dieser Manchu ist. Also es funktioniert super, wir haben die Daten noch nicht, aber schon sehr vielversprechend. Ja, ich habe auch ein Buch geschrieben zum Thema Angst. Geht nicht nur um klinische Kontexte, aber generell auch um Angst. Und ja, da können Sie natürlich noch ein paar mehr Techniken und Erfahrungsberichte und weitere Studien nachlesen. Genau, das wäre es jetzt schon mal von der sozusagen inhaltlichen Seite, weil ich möchte nämlich jetzt gleich mit Ihnen schon in die Demonstration gehen, was ich ja schon angekündigt hatte. Und dazu würde ich gerade eine Person aufrufen, die sich bereit erklärt, mit mir eine Hypnose zu machen. Und zwar also würde ich tatsächlich diesen sicheren Ort suggerieren. Und je nachdem, wie Sie drauf sind, kann ich dann auch noch so ein bisschen Inhalt machen. Also es gibt eine Technik, wo man zum Beispiel die Hände so auf die Oberschenkel legt und da alles rauflädt, was einen beschäftigt oder was einen belastet. Und dann kann man die so ein bisschen sich entspannen lassen, nach innen fallen lassen und dann fällt das alles da raus. Das ist eine sehr schöne Technik. Ich sage nur, damit Sie wissen, es wird nicht peinlich sein. Maximal, was andere sehen, ist, dass sich Ihre Hände bewegen und Ihre Augen sind zu. Aber was halt sehr eindrücklich ist, was Sie empfinden werden. Und das können Sie auch gerne dann nachher mit uns teilen. Ja, wer möchte denn? Diejenige Person, die möchte, müsste dann auch ihr Video anschalten, damit ich sehen kann, damit ich zum Beispiel auch sehen kann, wie sie atmen und was ihre Augen machen und so weiter. Es ist immer eine sehr schöne Erfahrung, kann ich nur sagen. Frau Ritter. Da müsste Herr Albrecht hier, glaube ich, was freigeben. Ah ja, perfekt. Hallo. Schön. Ich pinne Sie mal an meinen Bildschirm, dann sehe ich Sie größer. Ja, genau. Am besten, Sie machen Ihre Kamera so, dass ich vielleicht ein bisschen mehr sehe. Also ich sehe jetzt viel Platz über dem Kopf, vielleicht ein bisschen nach unten. Kleinen Augenblick. Ja. Vielleicht auch ein bisschen mehr Licht, oder? Ja, wäre nicht schlecht. Aber Sie sollen natürlich auch eine entspannte Situation haben. Also ich irgendwie die Kamera hinstellen kann. Ja, genau. Also. So ist schön. So ist gut? Okay. Vielleicht noch ein bisschen nach unten, wenn es geht? Ja, geht. Ah, ja. Also Sie haben einen bequemen Sessel, sehe ich hier. Das ist schon mal gut. Super, ja. Genau, jetzt würde ich erstmal so ein bisschen fragen, also das können Sie machen, müssen Sie aber nicht machen. Ich würde es jetzt mal zur Demo machen, weil es immer ganz schön ist, wenn ich weiß, welcher Ort denn, an welchem Ort Sie sich denn sehr wohlfühlen. Also irgendwie zum Beispiel in der Natur oder Wald mit Bach. Mhm. Und also Wald, ist es also so ein Tannenwald oder so ein Laubwald, Mischwald? Mischwald, Laubwald. Okay, also ist eher Licht, oder? Mhm. Okay, und was haben wir für eine Tageszeit, Jahreszeit? Scheint die Sonne? Die Sonne scheint und tagsüber keine spezielle Zeit. Mhm. Also, aber es ist so generell warm, aber nicht heiß. Ja. Und haben wir Gras oder ist es irgendwie so Waldboden? Was ist da unten am Boden? Waldboden, Moos. Moos ist auch gut, ja. Und gibt es irgendwie eine Lichtung oder ist es einfach ein Weg durch den Wald? Ein Weg am Bach entlang. Ah, am Bach entlang, das ist auch immer schön. Und genau, also wir können da ein bisschen durchlaufen und vielleicht gibt es ja dann irgendwie eine Bank oder so. Wäre das auch okay?
Ja. Gut, dann passt das für mich. Genau, jetzt haben Sie jetzt irgendwie eine Hand, wo Sie die Kamera gerade halten. Das geht natürlich nicht, die müssen Sie irgendwie hinstellen, weil die Hände müssen sich entspannen können. Können Sie die Kamera irgendwo abstellen? Ja, das überlege ich gerade, wie ich das am ungeschicktesten hinkriege. Ich trinke mal noch einen Schluck dabei. Ja, bitte. So. Naja, das sieht gut aus. Da sehe ich auch die Hände. Genau. Genau, also die Hände haben Sie jetzt schon mal super, schon so als Schalen so auf die Oberschenkel gelegt. Genau, jetzt ist es ein bisschen dunkel, jetzt sehe ich die Augen nicht mehr. Ja. Ja, ist besser. So ist gut. Okay. So ist gut. Genau, ich muss nur sehen, ob die Augen offen oder zu sind. Das okay. Reicht mir schon. Und Sie sitzen bequem, ja? Ja. Okay, gut. Dann würde ich Sie jetzt erstmal einladen, Sie suchen sich mal einen Punkt, der so ein bisschen leicht überhalb Ihrer Augenhöhe ist. So, aber nicht zu weit weg, also irgendwie so an der Wand vielleicht. Okay. Haben Sie da einen gefunden? Mhm. Gut. Dann schauen Sie jetzt erstmal auf diesen Punkt. Und während Sie auf den Punkt schauen, kommen Sie erstmal hier an in der Situation. Und atmen aus. Und lassen ein bisschen los. Und immer mit jedem Ausatmen können Sie sich noch ein bisschen mehr entspannen. Und dabei schauen Sie immer auf den Punkt. Und merken, wie Sie angenehm auf dem Sofa sitzen. Und das Polster hält Ihren Rücken, der kann sich komplett entspannen. Und die Schultern können sich entspannen. Und der Nackenbereich fühlt sich auch entspannt an. Und vielleicht auch zwischen den Augen können sich alle Muskeln entspannen, während Sie weiter auf den Punkt schauen. Und es kann sein, dass der Punkt sich ein bisschen verändert. Vielleicht ändert er seine Farbe oder alles um den Punkt herum verschwimmt. Das ist in Ordnung. Und Sie merken, dass der ganze Körper warm und schwer wird. Ganz angenehm, entspannt. Und mit jedem Ausatmen kann Sie sich noch ein bisschen weiter einfach fallen lassen, alles gehen lassen. Und Sie schauen immer noch auf den Punkt. Wird ein bisschen anstrengend und die Augen werden ein bisschen schwer. Und vielleicht wollen Sie sich auch schließen. Und wenn die Augen schwer sind, dann können Sie sich auch in Ihrem Tempo schließen. Während Sie sich immer weiter entspannen. Und die Schwere wahrnehmen. Und jetzt, wo Sie die äußeren Augen geschlossen haben, können Sie die inneren Augen aufmachen und sehen sich selbst im Wald. Und es ist ein schöner Tag. Die Sonne scheint, es ist genau angenehm warm, genau richtig warm. Und Sie sehen die Sonne durch die Blätter scheinen. Und es ist ein angenehmer Geruch nach Wald und nach Frische. Und Sie hören neben sich einen kleinen Bach, der plätschert ein bisschen. Und das beruhigt. Und Sie haben richtig Lust, da so ein bisschen reinzulaufen in diesen Wald, in diesen schönen Laubwald. Und Sie fühlen unter den Füßen dieses schöne, weiche Moos.
so angenehm an den Füßen ist. Dass jeden Schritt abfedert. Und sie gehen diesen schönen Weg am Bach entlang. Durch den Wald. Vielleicht hören sie auch ein paar Vögel zwitschern. Und es ist so ein guter Ort, um sich zu entspannen. Und die Bäume wachsen einfach in ihrem Tempo. Der Bach fließt in seinem Tempo. Alles ist genau, wie es sein soll. Entschuldigung. Alle Geräusche sind in Ordnung. Ach so, jetzt müssen Sie rausgehen. Ich muss einmal ganz kurz an die Tür. Okay. Ein ruhiger Ort ist immer gut. Schade. Okay. Können wir wieder zurückgehen an den Waldort? Sehr gut. Dann einfach die Hände gleich wieder in die Position. Genau. Und wir kommen einfach zurück. So entspannt wie vorhin. Und es ist auch interessant, dass alles, was eigentlich uns stören könnte, uns eigentlich noch tiefer reinbringt in die Entspannung. Und diese Ruhe des Ortes, dieses Waldes, ist einfach so wohltuend. Und die Bäume rauschen vielleicht ein bisschen. Und der Bach plätschert. Ganz entspannt. Und alles, was Sie hören, bringt Sie einfach tiefer in diesen entspannten Zustand. Das ist Ihre Zeit, die Sie sich jetzt nehmen können. Und Sie genießen das. Und Sie sehen jetzt schon, dass da an einem Ort eine kleine Bank steht, wie für Sie bestellt. Und da laufen Sie hin zu dieser Bank. Und da setzen Sie sich auf diese Bank, eine schöne Holzbank. Die ist auch angenehm warm, aufgewärmt von der Sonne. Und da entspannen Sie sich nochmal im Wald. Und jetzt, wo Sie so angenehm an diesem schönen Ort sind, können Sie alles, was Sie sonst so belastet und was Sie gern loswerden wollen, in Ihre Hände ablegen. Sie laden einfach alles Gewicht in Ihre Hände rein. Es wird ganz schwer. Alles, was Sie loswerden wollen, alles, was weg soll, das laden Sie einfach hinein in die Hände. Alles gut. Video passt so. Alles. Wie das Leben so spielt. Ja, es ist auch wie in der Klinik. Man kriegt nie eine längere Zeit ungestört. Aber ist okay. Ja, einfach die Hände nochmal so auf die Beine legen. Genau. Wir sind ja an unserem schönen, in der schönen Bank im Wald. Und Sie können jetzt nochmal alles ablegen in die Hände. Alles, was Sie belastet. Alles, was Sie loswerden wollen. Und Sie merken, dass die Hände ganz schwer werden. Und wenn Sie alles abgelegt haben, können Sie vielleicht mit einem der Finger mir ein Zeichen geben.
Ja, jetzt haben sie alles abgelegt. Und jetzt, wo alles schwer in den Händen liegt, merken sie, dass sie an diesem schönen Ort sich so entspannen können, dass die Hände und Arme sich entspannen und so leicht nach innen kippen, so nach und nach. Verändern sie ihre Position und während sie so nach innen sich bewegen, merken sie, dass all das, was sie da reingeladen haben, so nach und nach rausfließt, als hätten sie Sand, der aus den Händen rausgleitet oder Wasser oder was auch immer. Und alles, was sie da loswerden wollen, das kann einfach rausfallen aus den Händen. Und die lassen es einfach los. Es darf einfach weg sein. Und auf einmal sind die Hände gar nicht mehr schwer, sondern leicht. Und es ist so viel neuer Raum für neue, schöne Erlebnisse und schöne Erfahrungen frei geworden. So wie wenn man einen Kleiderschrank ausmistet. So viel neuer Platz für schöne Sachen. Alles ist rausgefallen. Und jetzt können Sie einfach sich nochmal freuen, dass Sie an diesem schönen Ort sind. Nochmal diese Leichtigkeit spüren. Wo vorher so viel Schwere war, da ist jetzt so viel Leichtigkeit. Und es ist einfach schön, an diesem Ort zu sein, im Wald, auf der schönen Bank. Und dann können Sie in Ihrem Tempo den Weg zurückgehen am Bach entlang und kommen einfach durch diesen schönen Wald, der immer für Sie da ist. Da können Sie immer wieder hin, zurück zu uns ins Hier und Jetzt. Und können Sie noch ein bisschen regeln und nochmal tief einatmen. Und die Augen aufmachen. So, alles gut? Ja. Ich kann Sie ein bisschen sagen, was Sie erlebt haben. Angenehm war das. Ganz schön, so entspannt und ein bisschen unterbrochen, aber erstaunlicherweise ging das ganz gut, dann trotzdem wieder da reinzukommen. Genau, also ich würde auch nicht sagen, also klar, es ist immer schön, wenn man eine ruhige Atmosphäre hat, aber wir haben es ja im Krankenhaus auch nicht. Das heißt, also das ist gar nicht, also muss man einfach, klar, jetzt wollte jemand was von Ihnen, das ist natürlich dann schwierig, aber wenn es halt irgendwelche Geräusche sind, die man einfach dann nutzen kann, indem man sagt, alles, was Sie hören, bringt Sie einfach noch tiefer da rein, in diesen Zustand. Das kann man tatsächlich machen, also das funktioniert auch. Jetzt mussten Sie halt was machen, das ist das Problem. Aber ansonsten können Sie natürlich alles, was stört eigentlich, können Sie einfach nutzen. Ja? Okay. Und ja, also wie gesagt, die Patienten, ich habe jetzt natürlich eine Hypnose eingeleitet, das müssen Sie jetzt nicht unbedingt machen. Also dieser Teil, mit dem schauen Sie den Punkt an und so weiter, bis die Augen zu sind, das kann man teilweise, kann man das auch überspringen. Weil sie sozusagen die Person schon in dem Zustand vorfinden, wo sie einfach nur die Suggestion braucht. Wo sind sie denn jetzt am liebsten? Oder ja, stellen sie sich vor, sie sind an dem Ort, wo sie jetzt am liebsten wären. Und wie riecht es da? Wie sieht es da aus? Was haben wir für eine Tageszeit? Und so weiter. Einfach ein paar Sinneseindrücke aktivieren, damit das einfach greifbar wird. Und dann diese Technik mit dem aus der Hand fallen lassen, das kann man natürlich machen, wenn sich anbietet. Ansonsten reicht der sichere Ort einfach, um sich sicher und weniger Angst zu haben. Wie macht man das, wenn die einem gar nicht so unbedingt erzählen wollen, was ihr sicherer Ort ist? Also ja, das macht nichts. Ist okay, einfach zu fragen? Oder? Ja, ja, man kann einfach sagen, hey, Sie wissen das, das reicht. Also Sie wissen das, was es ist. Also nicken Sie, wenn Sie es wissen. Also einfach ein bisschen schauen, dass man on the same page ist. Also so, dass der jetzt gerade mitgeht. So. Und dann ist aber egal, ich muss das nicht wissen. Ich mache ganz oft übrigens, also in meinen Studien, die sind ja, in meinen Studien sind es ja so standardisierte Skripte auch, damit das vergleichbar ist. Und da sage ich auch nicht,
ganz konkret jetzt Wald oder Bach oder Stuhl oder Bank oder so, sondern dann sage ich halt, so, sie sind da und sie riechen das und sie hören das und so weiter. Und das ist aber offen, was sie da wahrnehmen. Und witzigerweise berichten mir viele Probanden dann so, dass sie gar nicht, also dass sie vorher dachten, es wird ein anderer Ort und dann in Hypnose haben sie einen ganz anderen Ort dann gewählt und der war aber intuitiv total richtig. Also wir können oft dann in der Situation eigentlich genau den richtigen Ort wählen, wenn er denn gefragt ist. Und manche haben sogar also sowas wie, boah, ich wusste gar nicht, dass ich mich daran erinnere, dass ich zum Beispiel bei meiner Mutter auf dem Schoß saß oder sowas. Also wirklich ganz oft sind es so Kindheitssachen, wo man da zum Beispiel eben auf dem Schoß der Mutter sitzt oder irgendwo, wo man einfach geborgen ist. Ja, das ist halt auch so ein ganz starkes Gefühl, was man hoffentlich halt irgendwann erlebt hat. Also das ist das, worauf ich halt zurückgreife. Und wenn nicht, dann kann man sich es in der Fantasie vorstellen. Ja, also einfach irgendwie was, wo man, und der Körper weiß das, wie sich das anfühlt. Das kann man auch immer machen, dass man nicht sagt, sie sind das, sondern ihr Körper weiß, wie sich das anfühlen muss. Ihr Körper weiß, wie sich Entspannung anfühlt. Und das nutzen sie jetzt, das holen sie jetzt raus. Wie hat sich dieses Loslassen angefühlt bei Ihnen? Dieses, die Sachen loslassen, die schweren Sachen? Erst so ein bisschen widerwillig, ehrlich gesagt. Okay, und ja, ich habe gemerkt, die eine Hand war irgendwie dann... Ich wollte gerade sagen, die rechte Hand war leichter und die linke Hand ging echt wollte nicht so schwer. Mhm. Aber dann am Ende hat sie es doch auch mitgemacht. Ja. Ja, ist ganz interessant, ja, weil das ist auch so die die Erfahrung, so irgendwie hat sich es angefühlt, als würde ich das nicht selber machen. Also als würden die das halt so eigenständig machen und man beobachtet dann eher so die Hand, was macht die jetzt? Macht die das jetzt oder macht sie es nicht? Und interessant ist auch, wenn sie es nicht macht, ganz ehrlich, dann muss man halt sagen, okay, anscheinend wollen sie das nicht loslassen. Also vielleicht wollen sie das noch haben, ja, also, oder es hat noch irgendeinen Sinn, ja, es gibt vielleicht noch irgendwas, das halt noch nicht losgelassen werden will. Aber in dem Fall, manchmal dauert es einfach ein bisschen länger, das kann auch sein. Es gibt auch so Techniken, das heißt dann Handlevitation, da legt man die Hand so hin und sagt zum Beispiel, das ist die Ja-Hand, das ist die Nein-Hand und die eine wird dann leicht. Das ist auch ganz interessant, weil manchmal wird erstmal beides leicht oder manchmal wird keins leicht. So, da werden auch so ja, Konflikte sichtbar dann sozusagen an dieser Technik, die Person gar nicht so verbalisieren würde. Also genau, das müssen sie jetzt nicht unbedingt, aber das sind halt auch Techniken, die da, das heißt also mit solchen Hand- oder sonstigen Bewegungen kann man halt auch viel arbeiten in der Hypnose. Und das nutzen wir zum Beispiel auch bei den Weaning-Patienten, die ja eben nicht so gut sprechen können. Also die können natürlich mit dem Mund Wörter formen, aber wenn man nicht so gut im Lippenlesen ist, dann... Und das ist halt immer ganz schön, weil diese Körpersignale, zum Beispiel auch wenn ich frage, geben Sie mir ein Signal, wenn Sie alles reingeladen haben, das ist halt auch so dieses, was ich vorhin gesagt habe, einfach das nochmal einholen, dass es jetzt fertig ist. Also, dass ich nicht sage, jetzt ist es so, sondern Sie sagen das eigentlich. Und das ist halt total schön für die Patienten, dass sie sozusagen abgeholt werden und in ihrem Tempo, deswegen auch nur nochmal, alles passiert so, wie Sie das wollen in dem Moment. Und das gibt auch Sicherheit. Genau. Ja, und ein Stück Kontrolle, gerade in der Situation, genau, die sich der Kontrolle entzieht. Ja, ja, genau, das sage ich auch immer. Viele haben ja bei Hypnose... Ich meine, Sie müssen jetzt auch nicht sagen, ich mache jetzt Hypnose, wenn die Leute dann vielleicht Angst haben. Aber diese Angst vor Kontrollverlust, die ich halt oft so sehe, ist halt eigentlich, ist es ein Kontrollgewinn, weil sie eigentlich diese Angst- und Stressgefühle, die kann man schlecht unterdrücken. Die wollen nicht unterdrückt werden, die wollen angeschaut werden und dann sozusagen ad acta gelegt werden. Aber nicht einfach, du darfst nicht da sein. Also es wird ihm auch nicht gerecht, weil das ist halt auch ganz wichtig, dass Angst ist ja ein total wichtiges Gefühl. Also wenn wir es nicht hätten, würden wir einfach nicht leben, ja. Also es gäbe uns einfach nicht. Also es gibt auch so eine Technik, dass man sagt, dieser Teil von dir, der jetzt gerade so viel Angst hat, kannst du den mal vor dich hinstellen, einfach mal sagen, danke, danke, dass du machst, dass ich lebe. Danke, dass du dafür sorgst, dass es mir gut geht. Aber ich hätte gerne, dass du es ein bisschen anders machst. Ich möchte mich besser fühlen. Du darfst dieses Ziel weiterhin verfolgen, also das möchte ich auch, aber ein bisschen anders. Also ich möchte das wertschätzen, aber ein bisschen verändern. Und das klappt meistens einfach besser. Genau, ich sehe hier im Chat hier verschiedene Ellman-Anmerkungen, auch interessant. Also Ellman ist so eine Blitzinduktion. Ich finde es halt ganz schön, wenn man da ein bisschen Zeit lässt, weil dieses in Trance zu gehen, ist eigentlich ein schöner Prozess.
Natürlich, wenn Sie sagen, ich will es ganz schnell haben, können Sie das auch machen. Aber da ist halt genau dieses Kontrollding nochmal die Frage, so macht der das jetzt mit mir oder mache ich das jetzt? Und deswegen mache ich es gerne langsamer. Genau. Dann führt die Angst oder das Unwohlsein schon zu einer Trance. Genau, also das ist tatsächlich so, dass Angst und Stress an sich schon so einen tranceartigen Zustand, der muss auch nicht unbedingt positiv sein, aber ist damit verbunden. Also man ist sehr fokussiert auf eine Sache, man blendet alles andere aus und so weiter. Das sind auch Dinge, die man in Hypnose tut, aber eben auf positive Art. Und es gibt eben Techniken, die das dann einfach nutzen können. Also Hypnose ist eine Technik, die besonders gut funktioniert, wenn man eben Angst und Stress hat, also wenn man sie besonders braucht. Und das ist halt schön zu wissen, also sozusagen, ja, ist eigentlich genau dafür gemacht. Ja, ich würde auch gleich in diese Diskussion übergehen wollen, wenn die Demo jetzt sozusagen abgeschlossen ist. Also können einfach fragen. Also mir ist halt wichtig, dass Sie jetzt nach Hause gehen und wissen, wie Sie es jetzt machen sollen. Also, oder was konkret können Sie jetzt ändern an Ihrem Arbeitsalltag? Sie können sich gerne anschalten. Sie können noch Fragen stellen. Also ich würde mich schon freuen, wenn Sie diese drei Sachen, die wir vorhin besprochen haben, mit dem Blut abnehmen und der Angst, keine Angst und diesem Spray, dass wir das nochmal, dass das schon alleine schon eine ganz große Sache ist, wenn man diese drei Sachen, es gibt halt viele so Standardsituationen und da haben Sie wahrscheinlich auch bewusst oder unbewusst schon Standardsätze, die Sie da sagen und da würde ich Sie einfach einladen, die nochmal zu optimieren sozusagen in dem Sinne, dass man sie positiv formuliert, dass man die Patienten mitnimmt, also dass man ihnen nicht was aufdrückt, sondern sie einlädt sozusagen. Natürlich mit dem Ziel, dass das auch, also es dauert jetzt auch nicht viel länger. Es ist einfach eine schönere Art von Kommunikation und es macht auch was mit dem Team. Also wenn Sie das machen, das ist natürlich immer der schwierigste Schritt, ist dieser Schritt, es wirklich zu machen, weil die anderen erstmal denken, was macht der denn jetzt? Aber Sie werden merken, dass das ganze Team sich dann wundert. Zum Beispiel, als ich das gemacht habe mit meinem Weaning-Patienten, habe ich auch nicht den Leuten in dieser Intensivstation gesagt, so, jetzt mach mal so und so, sondern die haben halt immer zugeschaut, was ich mache und haben dann, ich habe gemerkt, dass sie versuchen, es auch so zu machen. Aber ich habe das nicht, angeleitet. Okay, wie gehe ich mit kritischem Faktor bei sehr kontrollierenden Patienten um? Ja, also ich sage immer, nutzen Sie alles, was Sie vorfinden. Also wenn Sie jemanden haben, der will ganz viel Kontrolle, dann sagen Sie ihm, ja, genau, das machen wir jetzt. Sie kriegen jetzt ganz viel Kontrolle und Sie kontrollieren sozusagen jetzt diese Angst und den Stress und ich sage Ihnen, wie es geht. Also ich gebe Ihnen quasi wie so einen Beipackzettel und Sie machen das dann. Sie sind immer in der Kontrolle. Natürlich muss man da so ein bisschen, ja, also ich hatte auch schon mal Leute, die einfach total skeptisch waren. Und dann hat es aber funktioniert natürlich. Und dann waren die so erschrocken, dass sie irgendwie total, ah, was ist jetzt passiert? Aber dann habe ich einfach gesagt, okay, jetzt hast du gemerkt, wie sich das anfühlt. Und dieses Passieren lassen, dieses Loslassen und so, dieses Gefühl ist halt schön, aber ungewöhnt für viele. Also wir sind eigentlich eher gewöhnt, den ganzen Tag irgendwie so, ja, sehr rational unsere Sachen zu strukturieren und nicht, ja, nicht loszulassen. Aber dieses Loslassen würde sich oft lohnen und kostet weniger Energie und bringt auch gute Ergebnisse. Wenn Sie mit Hypnose Ihre Narkose starten, ab welchem Punkt beginnen Sie mit der Applikation für Medikamenten? Ja, also das ist natürlich, dann müssen Sie ein bisschen schauen, wie Sie das, also was ich jetzt bisher gemacht habe, ist mich in ein bestehendes, zum Beispiel diese nicht-invasive Beatmung oder diese Spontanatmungssessions einzugliedern. Also ich schaue quasi, was passiert sowieso und da bringe ich mich ein mit dem, was ich mache.
Im Idealfall natürlich machen Sie zuerst die Hypnose und schauen, wie viel Beruhigungszusätze Sie dann überhaupt noch brauchen. Es gibt tatsächlich Beispiele von zum Beispiel Gehirn-OPs nur mit Hypnose. Natürlich braucht man dann eine Lokalanästhesie dann für die Stelle, wo aufgemacht wird, aber es ist sozusagen ja, eine völlige Wach-OP dann. Und das ist natürlich auch, hat viele Vorteile, weil man die Person nicht ständig rausholen muss, um zu testen, ob alles noch funktioniert. Wie kommuniziere ich mit Spinalpunktion in der Geburtshilfe und wie die Venenpunktion bei Kindern? Genau, also Geburtshilfe, super spannendes Thema. Habe ich auch mit einer Kollegin von der Friedlichen Geburt gerade eine Studie, wo wir das testen. Das ist so ein Programm, mit dem man über eine App verschiedene Hypnosen hören kann, um sich auf die Geburt optimal vorzubereiten. Und ja, da ist vor allem halt diese Entspannung vor der Geburt wichtig, also dass man eben diese Erwartungen, weil oft, also gerade wenn man jetzt noch keine Geburt hinter sich hatte, dass man einfach sehr, sehr angstbehaftete Erwartungen hat, eben auch natürlich existenzielle Ängste, so von wegen, wie schlimm wird das sein, ja, für mich, für das Baby und so weiter, dass man da einfach vorher, also ich würde ganz viel auf Prävention also spekulieren in diesem Feld, dass man wie jetzt zum Beispiel bei den Kindern, dass man eben vorher sagt, es wird so und so sein und du wirst dich so und so fühlen. Und das macht man übrigens auch im Sport, dass man sich einfach die Sachen, zum Beispiel hier habe ich ein Rennen und ich stelle es mir einfach so perfekt, wie es sein soll, vor, mit allen Details, die ich auch kenne, weil ich weiß, wo ich genau das machen werde. In der Geburt weiß ich zum Beispiel auch, in welcher Klinik. Selbst wenn ich es nicht weiß, kann ich halt die Dinge, die ich weiß, einfach einbauen und das wie so ein Drehbuch einfach immer wieder durchspielen mit dem positiven Ende, dass alles gut läuft, dass man einfach mit einer besseren Ausgangslage reingeht. Und natürlich dann muss man natürlich schon reagieren, was halt so passiert und dann dementsprechend, also eben dann nicht sagen, jetzt piek's gleich oder so, genauso wie bei Venenpunktion bei Kindern, würde ich halt auch eben sagen, wir brauchen jetzt ein paar, wir brauchen jetzt ein bisschen Blut von dir, damit wir schauen, ob alles in Ordnung ist. Und dann, ja, wirst du jetzt da ein bisschen, da wird es ein bisschen erfrischend jetzt sein, weil ich da jetzt was drauf sprühe und dann so, wie ich vorhin auch schon gesagt habe. Bei Kindern gibt es auch eine ganz tolle Technik, die heißt der Zauberhandschuh. Da können Sie auch Videos schauen, das ist der Magic Glove auf Englisch. Und da ziehen Sie quasi so einen Handschuh auf die Hand an, so wirklich jeden Finger einzeln und dann ist hier die Hand, wird dann so ist quasi taub durch diesen Handschuh, also wird ganz kalt und taub und dann spüren Sie da nichts mehr. Das können Sie auch testen, da können Sie so einen Stift, können Sie da so reinpieksen und dann vergleich die andere Hand ohne Handschuh. Dann sehen die Kinder und das funktioniert super. Also erstmal probieren, so jetzt weißt du, die Haut ist da taub auf der einen Hand und dann kann man die auch übertragen. Man kann zum Beispiel auf die Backe übertragen beim Zahnarzt oder man kann den ganz oben hinziehen, wenn hier irgendwas gemacht wird. Also man kann tatsächlich diesen Handschuh dann überall sozusagen diese Taubheit hin übertragen lassen. Das ist zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Technik und auch so diese Ressource, dass der Handschuh ist von den Kindern, also die haben den selber. So, was haben wir denn hier noch? Ah ja, ablenken bei Kindern. Ja, das kann man natürlich machen, aber ich finde halt, Hypnose ist einfach schöner, weil es auch irgendwie die Gedanken auf eine andere Sache lenkt, aber nicht so im Sinne von Paw Patrol am iPad oder sowas schauen, sondern es sind halt Inhalte, die noch ein bisschen anders beruhigen. Ja, also das ist wirklich nur Ablenkung. Kann man natürlich auch machen, ja. Also hier geht es nochmal um Elmen. Spinalpunktion. Ich gucke mal ein bisschen, was hier für Fragen kommen. Hintergrundmusik, ja, das ist ganz interessant. Da gab es jetzt eine Studie, so eine große Studie im British Medical Journal, wo eben Hypnose mit Musik eingespielt wurde während Operationen. Und das hat die Opioidgabe reduziert danach. Und dann war natürlich der Titel hier Musik reduziert, Opioidgabe, weil natürlich dann die Hypnose hinten runtergefallen ist. Also es war ein bisschen ungeschickt, sozusagen beides gleichzeitig zu machen. Also natürlich kann Musik beruhigen, da ist es halt auch wieder echt Geschmackssache. Also wenn ich eben, das so Coole an Hypnose ist halt, ich kann wirklich genau das Richtige tun, weil die Person ja ihre eigenen Inhalte aktiviert. Also ich sage zum Beispiel, sie sind, keine Ahnung, an ihrem sicheren Ort und wenn das halt für die Person
die Wiener Philharmoniker ist oder was, dann sitzt die da und hört das Konzert, genau das Konzert, was sie hören will und nicht, ich habe zufällig eine Musik ausgewählt. Also das ist halt sozusagen nochmal dieses genau individuell Richtige für die Person in dem Moment und das weiß nur die Person und so gut kann ich die gar nicht vorhersehen, dass ich das Richtige einspiele, würde ich sagen. Außerdem ist es natürlich super aufwendig. Genau, soll man das in einer Trance durchspielen? Ja, also Sie müssen jetzt nicht, die Induktion habe ich jetzt sehr ausführlich gemacht. Es gibt auch sowas, so eine, also das mit den Augen und dies mit dem Ausatmen und so, das können Sie auch kürzer machen. Es gibt auch so eine 1-2-3-Methode. Also 1, die Augen gucken nach oben, 2, die Augen gehen zu, sie atmen aus und 3, sie, ich weiß gar nicht, was das dritte war, irgendwie sie schweben, gefühlt, weil Schweben ist so mit einer Schmerzfreiheit auch verbunden und ich habe es vergessen. Also es gibt auch ein Buch von Elvira Lang, die hat auch nochmal Sedieren ohne Medikamente, das nochmal genau beschrieben, wie man da so vorgehen kann, schneller sozusagen, auch mit Skript. Ja, gelingt das auch bei Patienten, die durch Schmerzen maximal abgelenkt sind? Naja, Schmerzen ist, also ich würde erstmal sagen, Hypnose wirkt primär auf Angst und Stress und die wiederum wirken auf Schmerz. Also wenn ich jetzt Angst und Stress reduziere, wird erstmal weniger Schmerz auftreten. Schmerz an sich zu reduzieren ist nicht so leicht, muss ich sagen. Also ich habe auch eine Studie gemacht, da haben die Leute hier so eine Elektrode auf die Hand bekommen und dann haben die Schmerzreize bekommen, die haben richtig wehgetan und die Aufgabe war eben, dass sie sich diesen Handschuh vorstellen, der die Haut taub macht und dann diesen Schmerzreiz nicht mehr zu spüren. Und das ging leider nur bei Hochsuggestiblen. Also nur Leute, die sehr gut auf Suggestionen ansprechen, konnten diesen Schmerz reduzieren. Und das wurde auch schon in der Meta-Analyse gezeigt, dass bei Schmerzreduktion wirklich die Suggestibilität eine Rolle spielt. Bei allem anderen, was ich so mache, also Schmerz, Angst reduzieren, Stress reduzieren, ist es egal, wie suggestibel jemand ist. Da muss ich nicht vorher schauen, wie wenn sie jetzt bei einer Bühnenhypnose sind, da wird auch immer vorher geschaut, wie suggestibel die Leute sind, damit nur die, die am besten reagieren, halt auf der Bühne am Ende stehen, weil das am spektakulärsten aussieht. Aber das muss ich nicht machen, wenn es um Angst und Stress geht. Bei Schmerz jedoch wäre es gut, wenn die Person darauf anspricht. Genau, bei Behandlungen, die bis zu 2 Stunden dauern, Schilddrüsenknoten, kommen Patienten üblicherweise nur einmal zur Diagnose und dann zur IFU. Bei manchen klappt eine Hypnose, einige rutschen im Laufe der Behandlung aus der Hypnose raus. Kann ich das verhindern, ohne die ganze Zeit auf die Patienten einzureden? Ja, also da würde ich also bei so Langzeitsitzungen halt schon immer wieder sprechen. Also das ist auch so meine Erfahrung. Ich habe so EEG-Experimente gemacht und dann immer so Ruhephasen eingebaut, damit ich so Ruhe-EEG messen kann. Und in der Zeit haben die mich ehrlich gesagt dann so, haben sie nachher gesagt, da war es so still und das war nicht gut, da waren sie irgendwie weg. Und das mögen die nicht, also sie mögen nicht allein gelassen werden. Und das ist halt die Stimme, die einen da hält. Also das heißt, also um dieses Reden kommt man, glaube ich, nicht rum. Also dass sie einfach immer wieder sagen, ich bin da. Auf welche Art? Ich meine, vielleicht können sie auch irgendwie anders zeigen, dass sie da sind, indem sie irgendwo die Hand hinlegen oder so. Aber die Person braucht halt jemand, der jetzt da ist und der nicht weggeht. Und das haben sie ihm ja auch vorher versprochen. Also muss es irgendwie da sein. Also das ist so schon die Erfahrung, dass dann schon der Anspruch ist, die Person durchzuführen. Weil sonst kommt man halt irgendwie so langsam aus dem Zustand wieder raus. Welche Induktion ist Ihrer Meinung nach am besten für Notfallpatienten? Ja, da würde ich wirklich sagen, wo sind Sie? Sie wären doch jetzt sicher lieber woanders. Wo wären Sie denn jetzt am liebsten? Und dann zack, Bein einrenken oder sowas. Also ich bin jetzt selber da nicht tätig, aber ich habe das schon gehört von so Rettungssanitätern oder so. Das ersetzt tatsächlich diese Kurzzeitnarkosen, die ja auch echt nicht angenehm sind eigentlich. Und einfach dieses, oder du liegst jetzt zu Hause im Bett. Und die Leute gehen da mit. Also ich bin da immer echt, also die Bereitschaft ist wirklich groß, dass die Leute das annehmen. Und sie brauchen da nicht viel induzieren, weil in so einer Schocksituation, also Notfall ist ja meistens, ich bin geschockt, da ist irgendwas Schlimmes gerade passiert. Und dann sagen sie genau das Richtige. Man kann sogar sagen, stopp die Blutung. Also ich war mal auch bei so einem Unfall, da ist einer so ausgerutscht auf dem Glatteis und hatte dann also am Mund richtig geblutet.
ich war in dem Moment aber auch nicht so ganz da, weil ich so, war auch selber so geschockt, was gerade passiert ist. Und dann habe ich nachher eine Kollegin gefragt, was ich hätte machen sollen. Und sie meinte einfach, stopp die Blutung. Und ich so, was? Das kann man einfach sagen? Und es ist tatsächlich, also anscheinend funktioniert das. Ich habe es nicht gemacht, aber also man kann wirklich auch sehr direktiv, das wäre dann, weil sonst sage ich immer, es könnte sein und vielleicht hier oder da. Und in so einer Situation ganz direktiv, es ist so, du liegst jetzt im Bett oder so. Bett ist meistens entspannt. Also dass man einfach was Positives suggeriert, was irgendwie passt und dann ist es so. Und dann nicht fragen, ist es vielleicht so, sondern es ist dann so. Gibt es die magischen Handschuhe? Ja, auf Deutsch. Ja, ich habe auf jeden Fall, also die Unterlagen sind dann von Kollegen. Da muss ich nochmal nachfragen, ob ich die zur Verfügung stellen kann. Aber im Prinzip, das ist auch echt, also da gibt es wie auch in anderen Techniken einfach nicht die eine richtige Methode. Es muss einfach für sie sich richtig anfühlen. Also sie sagen sowas wie, schau mal, hier ist der Handschuh, siehst du den? Der ist vielleicht ein bisschen durchsichtig und nicht jeder sieht den, aber der ist da, so, und das glauben die einem dann auch. Und dann zieht man den halt so an, so jeden einzelnen Finger richtig fest und hier auch festmachen, also dass man einfach spürt, da ist jetzt was, so. Und dann auch fragen, ist er jetzt angezogen? Hast du ihn jetzt angezogen? Und dann geht's los mit dem Test, dann kann man entweder so reinpieksen oder was auch immer man gerade hat oder einen Stift einfach reinpieksen und dann schauen, ob der weniger Schmerz hat als die andere Hand. Und dann einfach auch mal sagen, du hast ihn jetzt selber immer dabei, aber viele sagen dann so, ja, die Kinder kommen dann, hier ist mein Handschuh, kannst du den bitte anziehen? Also die wollen, dass die jemand anders das macht. Ja, haben sie den Handschuh während der Elektronenschmerzen suggeriert? Ja, ich habe also den habe ich davor suggeriert. Also in der Studie mit den Schmerzen habe ich 4 Bedingungen gehabt, also war Hypnose, Aufmerksamkeitsablenkung, so tun, als wäre man in Hypnose und Kontrollbedingungen. Und immer haben sie halt die gleichen Schmerzreize bekommen. Und dementsprechend habe ich immer vorher sie vorbereitet. Also bevor der Schmerzreiz kam, habe ich eben gesagt, jetzt ziehst du diesen Handschuh an. Und in der Studie habe ich so gemacht, dass ich vor der ganzen Sache, hatte so ein Einmalhandschuh in den Kühlschrank gelegt mit so einem Gel drin, der wirklich kalt war. Und dann haben die den auch angezogen, also dass sie wirklich wissen, wie sich das anfühlt. Weil es war jetzt nicht gerade Winter oder so, wo man sich das vorstellen kann, wie die Hand im Schnee liegt oder so. Sondern ich wollte einfach, dass sie diese Erfahrung schon mal gemacht haben, dass die Hand kalt ist. Und das haben sie dann sozusagen vorher schon gehabt. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist das, was du vorhin hattest, hast du das auf der Hand. Und zwar nur auf der einen Hand. Und zwar da, wo die Elektrode natürlich war. Und du merkst, wie die kalt wird und so weiter und wie sie taub wird und alles sozusagen total, du merkst nichts mehr. Und dann kamen die Schmerzreize und die mussten dann immer sagen, wie stark der war und waren halt dementsprechend weniger stark. Das war echt faszinierend und manchmal, also ich fand es echt nicht schön, Leuten Schmerzreize zu geben, ohne dass sie halt von sich aus da gewesen wären. Also bei ihnen ist es ja sozusagen nichts, was man experimentell macht, sondern es ist einfach so. Bei mir war es natürlich von außen zugeführter Schmerz. Und die haben aber teilweise so, ja, ich würde es gerne nochmal machen und ist die Studie jetzt schon vorbei? Und ich so, ja, sie haben doch voll die Schmerzen jetzt hier bekommen. Und so, nee, es war voll toll zu sehen, dass man die so beeinflussen kann. Also es ist wirklich einfach dieses Erleben, was ich auch, dieses Kontrollerleben im Prinzip, also da ist ein Schmerzreiz und ich bin in der Lage, den zu reduzieren. Ich meine, das ist ja das ultimative Kontrollerleben. Und dann habe ich halt nächstes Mal auch weniger Angst, wenn irgendwas kommt, weil ich weiß, irgendwie kann ich das selber anscheinend regulieren. Hatten die Patienten die Augen geöffnet? In dem Fall hatten die geöffnet. Eine gute Frage, ist schon ein bisschen länger her. Ich habe auf jeden Fall immer versucht, alles konstant zu halten, deswegen denke ich, die waren offen. Das ist an sich nicht ausschlaggebend, weil man sieht ja auch nicht, ob die Elektrode gerade einen Schmerzreiz gibt oder nicht. Also das war eine elektrisch betriebene Schmerzelektrode und alleine die Tatsache, dass sie da auf der Hand klebt, ist nicht schmerzhaft. Aber natürlich sieht die eine Hand anders aus als die andere, das stimmt. Aber witzigerweise, wenn ich dann den Handschuh natürlich wieder ausgezogen habe, also mental danach, haben die oft gesagt, boah, jetzt wird die Hand wieder voll warm, weil ich ja gesagt habe, sie ist kalt.
Und dann manchmal habe ich auch die Hand so angefasst, weil ich es halt wissen wollte. Also beide Hände angefasst und die eine war tatsächlich ganz anders warm als die andere. Also man hat das, also die, die kalt sein sollte, war kalt und die andere war halt warm, weil ich habe ja nur den einen Handschuh anziehen lassen, nicht zwei Handschuhe. Das war echt interessant. Es gibt auch eine Studie, die habe ich danach dann gesehen, dass es auch tatsächlich Studien gibt, wie man mit Hypnose die Temperatur der Haut verändern kann. Also einfach tatsächlich irgendwie deine Hand wird kälter und die andere wird wärmer oder umgekehrt. Und dann haben die einfach die Hauttemperatur gemessen und das hat auch funktioniert. Also man kann tatsächlich Dinge, die man eigentlich denkt, die man nicht beeinflussen kann, mit Hypnose beeinflussen. Und deswegen auch dieses Stopp die Blutung, ja, also das, ich habe hier ist auch ein Neurologe gewesen in der Uniklinik Jena, der ist jetzt woanders, der hat auch zum Beispiel erzählt, dass er bei so bestimmten Gehirnblutungen oder so auch manchmal also immer wieder Sonografie gemacht hat und dazwischen halt gesagt hat, so alles fließt in seinem richtigen Tempo und ja, so verschiedene Bilder einfach mental erzeugt hat, die genau das gemacht haben, was eben passieren sollte, physiologisch. Und das hat tatsächlich eben so gewirkt wie Medikation in der Hinsicht und war also sozusagen konstanter der Erfolg als jetzt im Vergleich zu Medikation. Also er sagt halt, solche mentalen Bilder sind in der Lage, solche Prozesse zu steuern. Ich kann jetzt nicht, das ist immer schwierig, da Studien zu machen, wenn man halt nicht so viele gleichartige Patienten hat, die genau das Gleiche brauchen. Aber ich glaube schon diesen Erfahrungsberichten, dass das einfach möglich ist, nach dem, was ich selber gesehen habe. Wie prüfen Sie die Suggestibilität? Ja, ich mache da den Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility. Das ist ein in Harvard entwickelter Gruppentest. 1963 wurde der da veröffentlicht. Und im Prinzip leite ich da auch eine Hypnose ein. Also da mache ich so 10 Leute sitzen da vor mir im Halbkreis und mache eine Hypnose. Und dann sind ganz viele so motorische Suggestionen, sowas wie du streckst deinen Arm aus und dann kannst du ihn nicht mehr beugen. Oder deine Augen sind zugeklebt, du kannst sie nicht öffnen. Oder da ist jetzt eine Fliege, du musst sie verscheuchen. Also Dinge, die man sehen kann, weil man halt sich bewegen muss. Und dann kann ich natürlich sehen, ob es funktioniert hat. Und die müssen auch selbst nachher bewerten, ob es funktioniert hat. Und dann sind da 12 solche Geschichten, die sie machen sollen, 12 Suggestionen. Und dann kriegt man eben einen Score von 0 bis 12. Und der ist halt normal verteilt, normalerweise. Also in der allgemeinen Bevölkerung, es gibt eben viele, die sind so in der Mitte, haben so mittelsuggestibel sozusagen. Und viele, wenige hoch und wenige sehr niedrig. Und ich habe halt oft eben diese 3 Gruppen verglichen. Und jetzt in den letzten Studien, wo es um Stress und Angstreduktion ging, habe ich ehrlich gesagt festgestellt, dass es egal ist, wie suggestibel die sind. Ich glaube, es war wichtig, dass die mich vorher kennenlernen in so einer Gruppensitzung und auch Hypnose kennenlernen. Also dieser Gruppentest war nicht nur dafür da, dass man weiß, wie suggestibel die Probanden sind, sondern auch eben, ja, dass sie mich kennenlernen, dass sie wissen, wie sich Hypnose anfühlt. Und dann ist einfach die nächste Sitzung, die dann im Labor ist, noch viel entspannter, weil ich dann schon weiß, was auf mich zukommt. Ja, genau, die machen da die Augen zu in dem HGSAS, in dem Harvard Group Scale. Da beeinflussen die sich nicht gegenseitig. War noch eine Frage. Also diese 10 Leute, die ich da hypnotisiere, haben dann nach der Hypnoseeinleitung die Augen zu und merken eigentlich auch teilweise gar nicht mehr, dass da noch andere Leute sitzen. Das ist halt für mich gut, weil ich nicht jeden Einzelnen hypnotisieren muss für diesen Vortest. Und für die ist es auch angenehm. Also am Anfang sind die oft sehr angespannt, weil das ja ihre erste Hypnoseerfahrung oft ist. Und dann ist es immer schön zu sehen, wenn die kommen so ganz angespannt in den Raum rein und wissen nicht, was auf sie zukommt. Und 5 Minuten später sind die komplett entspannt. Also manche hängen so im Stuhl, dass ich denke, boah, die kippen jetzt gleich raus. Und da gibt es auch einen Teil in der Suggestion, dass sie sich wieder gerade hinsetzen sollen, damit die dann nicht nach Nackenschmerzen haben. Weil man spürt das dann nicht in der Situation, dass man eigentlich, dass eine sehr unbequeme Haltung ist. Und nachher denken, boah, was tut denn jetzt da so weh? Deswegen sagt man dann nochmal, setz dich nochmal bequem hin. Unsere Patienten liegen auf dem Rücken, ja klar, also das war jetzt nur in meinem Setting, schauen an die Decke. Wie lenke ich den Blick dieser Menschen? Wohin sollen sie im Liegen schauen? Genau, also da sagen sie einfach, schauen sie nach oben. Also nach oben natürlich nicht nur geradeaus, also von mir aus auch geradeaus, aber halt auf einen Punkt ist immer ganz gut, weil dann die Augen
sich anstrengen müssen. Also wenn sie so ins Unendliche schauen, dann sind die Augen entspannt und dann werden die auch nicht so schwer, weil das, was ich dann sage, dass der Punkt verschwimmt, das wollte ich eigentlich Frau Ritter noch fragen, ob der Punkt verschwommen ist. Weil normalerweise verschwimmt der dann so ein bisschen, er ändert sich so die Farbe. Vielleicht können Sie das nochmal kurz sagen. Frau Ritter? Also, ja. Ja, der Punkt ist in der Tat verschwommen. Genau, und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe mit diesem Yes-Set. Also ich sage, der Punkt verschwimmt und er verschwimmt tatsächlich. Und dann denkt sich dann die Person, wieso weiß die jetzt, dass mein Punkt verschwimmt? Die sieht doch nicht, was ich sehe. Und dann denkt sie halt, oh, die weiß vielleicht auch noch mehr. Wenn ich nämlich sage, die entspannen sich jetzt nach und nach, dann stimmt das wahrscheinlich auch. Also das ist auch so ein Yes-Set, was ich da sozusagen aufbaue durch diese Beschreibung, was da mit dem Punkt passiert, weil man starrt nicht normalerweise einen Punkt so lange an. Das ist sozusagen nicht normales Verhalten und das ist normal, dass der dann verschwimmt, weil es anstrengend ist auch und irgendwelche Zäpfchen da ermüden. Und das kann man dann eben nutzen für die Suggestion. Können die Patienten die eigene Suggestibilität trainieren? Ja, also das ist natürlich, ich würde mal sagen, Suggestibilität ist auf der einen Seite schon ein überdauerndes Merkmal. Da gibt es auch Studien, dass über 25 Jahre dieser Wert in diesem Gruppentest, den ich da beschrieben habe gerade, dass der super stabil bleibt, also ähnlich stabil wie bei Intelligenz. Also Punkt 7, Retest-Reliabilität, also so richtig gut im Vergleich zu vielen, vielen anderen Maßen, die nicht so stabil sind. Aber erstens hängt es mit nichts zusammen und zweitens kann es auch durch die Situation natürlich viel besser sein, also dass die Suggestibilität einfach durch Angst oder Stress oder Motivation, also wenn jetzt jemand zu mir kommt und möchte gerne hypnotisiert werden, hat sich davor irgendwelche 10 Dokus angeschaut, wo ich auch dabei war und hat da schon seine Erwartungen hochgepusht, dann kommt der so an, dass das auf jeden Fall funktioniert. Also manche wollen dann, so wie dieser eine, der so ganz skeptisch war, der will dann sozusagen wissen, ob es bei ihm auch funktioniert, aber ansonsten kommen die meisten einfach mit so einer positiven Erwartungshaltung, dass das alles kompensiert, was vielleicht vorher nicht da war an Suggestibilität. Also sie können mit Motivation und Erwartungseffekten natürlich super viel erreichen. Deswegen, also nutzen Sie das auch, weil ich habe auch immer hier Medizinstudenten, also ich immer, Sie haben weißen Kittel an, die Leute glauben Ihnen sowieso, was Sie sagen. Also nutzen Sie das aus, ja, auch wenn Sie zum Beispiel ein Medikament geben, dann sagen Sie, mit diesem Medikament werden Sie sehr gut schlafen, zum Beispiel, also wenn Sie jetzt ein Schlafmittel geben. Und dann ist die Wirkung halt so, so viel besser, als wenn Sie es einfach ohne Kommentar geben. Also einfach nur dieses, deswegen, es gibt ja dieses Ding, das kennen Sie wahrscheinlich, dieses Open-Label-Placebo. Wenn ich ein nicht funktionierendes Medikament, also ein sozusagen ein Placebo gebe und sage, es ist nichts drin, aber ich sage Ihnen, dass es wirken wird, dann wirkt es genauso. Also Sie brauchen nicht sagen, nicht so tun, als wäre es ein Verum, sondern Sie können sagen, es ist ein Placebo, aber es gibt den Placebo-Effekt, den kennen Sie aber schon. Und es wirkt nämlich sehr gut. Also alleine diese Sachen, die Sie zu der Gabe von irgendwas oder von mir aus Narkose oder was auch immer, wenn Sie was einleiten wollen, einfach einladen, diese Wirkung zu unterstützen. Das würde ich wirklich immer empfehlen, weil dadurch einfach die Sache, die sowieso passiert, nochmal unterstützt wird. Also das ist einfach nochmal natürlich der Placebo-Effekt, aber nochmal gepusht durch hypnotische Suggestion. Ja, ich sehe schon, wir sind auf 18.30 Uhr. Vielleicht kann Herr Albrecht noch was sagen. Ja. Jetzt höre ich auch was. Sehr gut. Ja, vielen lieben Dank, Frau Dr. Schmidt, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, das Webinar hier zu halten. Ja, sehr gerne. Ich denke, wir unterschätzen oft, was mental möglich ist. Da haben Sie mir heute auf jeden Fall persönlich nochmal Mut gemacht, da in der Zukunft vielleicht in Situationen, denen ich begegne, auch mich daran zu erinnern und das anzuwenden. Ich kann mich selbst erinnern, dass wir 2017 mit dem Team, das war der magische Handschuh-Test, sowas Ähnliches gemacht haben. Wir hatten natürlich keinen magischen Handschuh. Wir hatten da frisch das Unternehmen gegründet, jung und wild. Und wir haben eine Wanne genommen und die mit Eiswürfeln gefüllt und haben geschaut, wer es länger aushält mit der Happy-Mat-Videobrille, die Frauen oder die Männer. Und es war tatsächlich so, dass die Frauen es doppelt so lange ausgehalten haben als die Männer.
Interessant. Ja. Ehrlich gesagt, das ist auch immer meine Beobachtung im Fitnessstudio, dass die Männer immer heulen und die Frauen machen weiter. Ja, genau. Ja, lieben Dank auch an alle Teilnehmer und ihr Interesse an dem Thema. Wir sind natürlich sehr gespannt, was Sie für Erfahrungen mit dem machen, was Sie heute gehört und gelernt haben, und freuen uns natürlich, falls Sie da einen Erfahrungsbericht oder so uns einen kleinen schicken könnten, falls Sie da tolle Erlebnisse haben, Erfolgserlebnisse, egal, auch wenn es nur zwei Sätze sind, die wir dann mit Frau Dr. Schmidt auch teilen können. Wir haben das Webinar jetzt auch aufgezeichnet, stellen Ihnen das im Nachgang dann nochmal zur Verfügung als Link, können Sie dann auch an Kollegen weiterleiten, die vielleicht heute nicht dabei sein konnten. Ja. Das war es eigentlich schon von meiner Seite. Ja, ich bedanke mich auch und ich bin gespannt, was Sie erleben werden mit den neuen Techniken und ja, wie Ihre Patienten reagieren, weil Sie kriegen super schnell positives Feedback. Das ist natürlich auch schön im Alltag, dass Sie dann einfach noch motivierter arbeiten können und die Patienten auch selbst in der Lage sind, sich zu helfen, und dann eben ist für alle natürlich angenehmer und schnellere Heilung, alles, was wir wollen. Ich denke auch, es ist eine schöne Ergänzung für den Alltag, wenn man das einfach mitnimmt als Übung in der Kommunikation mit Kollegen, mit Freunden, mit der Familie. Wie kann ich Dinge positiver formulieren? Ja, auf jeden Fall. Also das ist im Alltag auch eine tolle Technik und ja, macht das Leben leichter. Sie können ja gerne noch, wenn wenn irgendwas für Sie besonders hängen geblieben ist, das einfach kurz in den Chat reinposten, so als ein Feedback für uns, was für Sie das Eindrücklichste war. Ja, würden wir uns drüber freuen. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank aus Wien. Pfiat, Servus und Baba. Ja, tschüss, schönen Abend. Tschüss.